Julian, Doppeltorschütze zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung auch. Die Tatsache, dass du 2 Tore geschossen hast, wird dich heute wahrscheinlich nicht so arg glücklich machen. Nee, das stimmt. Also glücklich macht mich ganz sicher nicht. Mir wäre es lieber gewesen, wenn ich 2 Tore gemacht hätte und wir gewonnen hätten. Leider war es heute nicht so. Aber sag's mal so, dann machen wir das einfach nächste Woche besser. Wir müssen jetzt einfach weiterspielen. Also es war so schlecht, war es nicht das Spiel. Wir haben einfach in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen zu wenig gemacht. Aber wir müssen das Positive aus dem Spiel sehen und nächste Woche dann mehr machen. Kann man mit dem Unentschieden unterm Strich zufrieden sein? Ja, wenn man die Spielanteile ansieht, kann man dann schon zufrieden sein, weil Kirchfeld hat dann in der zweiten Halbzeit gerade nach dem 2:0 sehr viel Druck gemacht und man hat gemerkt, dass sie den Ausgleich wollten und im Endeffekt hatten sie dann auch schon verdient. Ist halt natürlich schade, dass wir bis zur 90. Minute eigentlich 2:1 führen und dann das in der Nachspielzeit kriegen, aber was will man machen? Deswegen fühlt sich das Unentschieden wie eine Niederlage an, aber können wir jetzt nicht mehr ändern, sind wir eigentlich selbst schuld dran. Das war jetzt der 4. Spieltag, ihr seid Aufsteiger. Fazit? Ja, also ich denke, wir hätten vielleicht noch heute gerade 2 Punkte mehr holen können. Wenn wir mit 6 Punkten dran stehen würden, wäre es perfekt. Gerade mit den Gegnern, die wir hatten, die darf man nicht unterschätzen. Mit Mutschelbach, Langsteinbach und CFR, das waren eigentlich alles spielstarke Mannschaften. Kirchfeld jetzt eigentlich auch nochmal stark, aber da hätten wir halt gern die 3 Punkte daheim mitgenommen. Gerade die Heimspiele, da wollen wir eigentlich punkten. Und das haben wir heute nicht gemacht. Trotzdem waren es schöne Tore. Kannst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, wie du sie gemacht hast? Ja, das erste war, glaube ich, ein langer Ball, den David Kaul so ein bisschen verlängert. Und dann liegt der Ball halt frei vor dem Tor, da musste ich ihn nur noch reinschießen. Also habe ihn auch gut getroffen, wegen dem war er auch mal drin. Das zweite Tor war natürlich überragend vorbereitet vom Franche. Musste ich ihn ja nur noch reinschieben. Wegen dem muss ich auch meine Mannschaftskameraden loben, dass sie mich da so gut in Szene gesetzt haben. Euer nächster Gegner ist jetzt Spöck. Wie werdet ihr versuchen, da in dieses Spiel reinzugehen? Ja, wieder mit der gleichen Einstellung wie heute, dass wir 3 Punkte holen wollen. So gehen wir in jedes Spiel. Ich denke, das braucht man auch hier in der Liga, weil wenn man reingeht in ein Spiel und sagt, man will unentschieden spielen, dann wird es nichts. Also wir wollen eigentlich in jedem Spiel 3 Punkte holen, egal wer der Gegner ist. Und ob es Spöck ist, Mutschelbach oder Birkenfeld, kann kommen, wer will. Also wir gehen mit der Einstellung rein, zu gewinnen. Was habt ihr euch für die gesamte Saison vorgenommen? Ja, also das erste Ziel ist natürlich erstmal der Klassenerhalt. Und das bleibt auch so. Also wir wollen jetzt unsere Punkte holen, dass wir erstmal im gesicherten Mittelfeld stehen. Am besten gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und ja, das ist eigentlich das Hauptziel. Und dann werden wir weitersehen, wenn wir die Punkte holen sollten. Also da müssen wir aber noch ein paar Punkte holen.